Sofort. Ich überlasse dich dem Objekt deiner Bewunderung und wende mich dem meinen zu. All das verspricht nichts Gutes. Wird denn der Kaiser darüber nicht ärgerlich? Poppeas Ausschreitungen animieren ihn doch nur zu seinen eigenen. Meine Ahnung sagt mir, dass Nero von etwas Neuem eingenommen ist. Er hat mich seit langem gemieden. Mein Herr macht sich Sorgen? Doppelte Wache. Und gestern ist Tigellinus mit einer Schwadron seiner Schlechter nach Rom geritten. Ich spüre einen seltsamen, unheimlich schweren Hauch. Oh, mein lieber Herr. Selbst dein kleines Lied ist traurig mit seiner Todesahnung. Das sind nur die Worte. Ich singe doch mit Freude, weil Liebe, so wie ich sie fühle, ja nie sterben kann. Wie immer ist dein Auftritt stolz und überheblich. Ich komme voll Stolz und so schnell, wie mich meine Füße zu tragen vermögen. Und wie immer voll Ironie und unnahbar. Unnahbar? Ich habe mich noch nie im Leben so bereitwillig, so glücklich, so elegant überwältigt gesehen. Jedes Wort will ich glauben, bis auf das Wort überwältigt. Ich würde dich gern besiegen, Markus. So wie die Spinne, die ihr Männchen frisst, wenn sie es nicht mehr braucht. So ungefähr. Ich hörte, du hast vor, nach Sizilien zu verreisen. Ich muss, war 3 Jahre weg, muss mich um vieles kümmern. Fährst du von hier mit dem Schiff oder fährst du über Rom? Über Rom? Das wäre doch ein recht erheblicher Umweg. Dann rede ich ohne Umweg. Ich weiß vom Verschwinden deiner kleinen christlichen Geisel. Ich habe Augen und Ohren in der Prätorianergarde. Und zweifellos ein paar Arme, die um deine Taille passen. Wohl möglich. Hast du sie gefunden, Markus? Ja, natürlich. Und ich habe gemerkt, dass ich ein Narr war und habe ihre Ketten abgeschüttelt. Abgeschüttelt? Zerrissen? Zerrissen. Das freut mich. Markus? Denn weißt du, was mich in jener Nacht getröstet hat, als du das Fest verlassen hattest? Erspare mir Namen, liebe Kaiserin. Der Gedanke an deinen Tod hat mich getröstet. Ich habe deinen abgeschlagenen Kopf liebkost, fuhr durch dein Haar und ließ dich lächeln und die Stirn runzeln. Was hat dich veranlasst, damit aufzuhören? Es ist töricht, die zu töten, die man hasst. Sie sind dann jenseits aller Schmerzen. Und ich hasste dich, Markus. Mir sehr lieb, dass sich deine Gefühle geändert haben. Aber wenn sie dich je wieder behext, dann weiß ich es. Und da ich keinen Groll gegen sie hege, ist es mir gleich, ob sie Schmerzen erleidet. Du würdest mir nie die andere Wange darbieten, habe ich recht?